Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst oder vielmehr dieser Andacht am heutigen Sonntag, Misericordias Domini. Dieses ist der Sonntag vom guten Hirten. Das ist das Leitbild, dass Christus unser guter Hirte ist. Lasst uns beten. Gott des Lebens, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du der hoffnungslosen Welt deine Zukunft eröffnet. Leite die auf dich hoffen aus dem Schatten des Todes in das Licht der ewigen Freude. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und nun lasst uns auf das Evangelium des heutigen Tages hören. Es steht geschrieben bei Johannes im 10. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht in diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext, den die Kirche für diesen Sonntag bestimmt hat, steht im ersten Brief des Petrus im zweiten Kapitel. Ich habe da einen Satz ausgesucht. Es heißt: Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Heiliger Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zum Ende des 16. Jahrhunderts lebte in der Schweiz ein seinerzeit berühmter Mann mit dem Namen Konrad Gessner. Er hat ein dickes lateinisches Buch, sogar zweibändig, verfasst, die Historia Animalium, also eine Geschichte des Tierwesens. Das ist dann etwas später übersetzt worden, auch ins Deutsche, und trägt den schönen und poetischen Titel Allgemeines Tierbuch, das ist eigentliche und lebendige Abbildung aller vierfüßigen Tieren durch den hochberühmten Herrn Konrad und Gessnerum und so weiter und so fort, wie das zu sein pflegte, ein Titel über eine ganze Seite. Darin nun findet sich auch die Charakteristik eines Schafes, und die war so nett, dass ich sie mir herausgesucht habe, und die geht so. Ein Schaf, sagt er, ein Schaf ist ein mildes, einfältiges, demütiges, stilles, gehorsames, furchtsames und närrisches Tier. Ohne einen Hirten verlaufen Schafe sich bald und sind ganz irrig. Wenn eines sich verläuft oder verfällt, so stürzen sich die anderen alle hernach. Und das geht dann noch ein Stückchen weiter. Ist das schmeichelhaft für uns, wenn wir mit den Schafen verglichen werden? Ich erinnere mich übrigens auch, dass mein Vater mich früher, als ich Kind war und irgendwelchen Unsinn angestellt habe, dann nannte er oder sagte gerne zu mir: Ach du Schafskopf. Er hat das nicht sehr häufig gesagt, aber einige Male schon. Und er hat auch recht gehabt darin, fürchte ich, bald. Noch einmal, ist das schmeichelhaft für uns, wenn wir den Schafen gleichgesetzt werden? Also so viel muss wahr sein, und das hat der Gessner auch ganz hübsch erfasst, der ja die Schafe noch ganz unmittelbar kannte aus eigenem Erleben, anders als das heute ist, wo das eher ein Kuriosum ist, wenn mal ein Schäfer mit einer Herde uns im Urlaub oder so etwas begegnet. Er hat die Wesensmerkmale der Schafe möglicherweise sogar schon auf uns Menschen hin konzipiert, oder? Mild, einfältig, demütig, still, gehorsam, furchtsam und alles in allem ein wenig närrisch, irrig. Wenn einer stürzt, dann stürzen die anderen alle hernach. Also ich habe heute zum Beispiel am Baumarkt gestanden und bin wieder weggefahren. Die Schlange war, weil es war einfach zu lang, und alle standen sie dort ganz brav davor, mit ihren Wickeln um Nase und Mund, wie die Schafe. Also das ist ein Eindruck, der drängt sich auf. Ist es schmeichelhaft für uns, den Schafen verglichen zu werden? Nein, ist es nicht. Aber das macht's nicht weniger wahr. Wir Menschen haben die fatale Neigung im Trott mit unseresgleichen mitzuziehen und auch zu blöken, wenn alle blöken, und auch sich nicht großartig zu scheren um eigene Wege, bessere Wege. Nun ja, ab und zu folgen wir schon diesem oder jenem Hirten.
aber sehr oft stellt sich heraus, dass das auch dann bloß ein Mietling war. Ich habe es in meinem Leben einige Male schon gedacht. Ach, ich dachte, es wäre ein Hirte und es war doch bloß ein Mietling. Liebe Schwestern, liebe Brüder, so viel zur Einleitung und genug der Einleitung. Kommen wir zu unserem schönen Vers aus dem Petrusbrief. Ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Gemeint ist natürlich Christus. Ihr seid umgekehrt zu Christus. Das ist etwas, das sollen wir nicht vergessen. Und das ist mir auch elementar wichtig. Als erstes, dass wir umkehren. Martin Luther hat übrigens die ganze Zeit und immer wieder davon geredet, schon in seinen Ablassthesen geht das gleich so los, dass die Umkehr, das Zurechtkommen eine Übung ist, die jeden Tag neu dran ist. Wir schlagen die Augen auf, wir erheben uns aus unserem Bett und tun was? Wir putzen nicht die Zähne zuerst, sondern wir überlegen, heute muss ich umkehren. Also wir sollten es tun, auch ich bin ein fehlbarer Mensch und tue das auch zu selten. Aber eigentlich wäre das Erste zu denken, heute muss ich umkehren. Wohin? Natürlich zum guten Hirten hin. Nun ja, wer ist der gute Hirte? Und woran mag man erkennen, dass es sich um einen solchen handelt? Nicht wahr, es gibt einen Haufen wirklich kluger, begabter Leute, rhetorisch brillant und voller guter Ideen, jedenfalls auf den ersten Blick und so weiter. Soll man sich denen anvertrauen? Sie buhlen ja alle um unser Vertrauen und sie wollen, dass wir ihnen folgen. Davon gibt es eine ganze große Zahl. Aber es hat sich doch im Laufe der Zeit erwiesen, dass das schwierig ist, in den Menschen, die sich zu guten Hirten stilisieren, auch wirklich solche guten Hirten zu finden. Nennt mir einen einzigen, von dem man das mit Fug und Recht sagen dürfte, und ich folge ihm. Aber ich glaube, es gibt keinen, den wir hier als guten Hirten benennen könnten. Es gibt immer nur einen einzigen. Und dieser eine einzige, der heißt Jesus von Nazareth, und wir bekennen ihn als den Christus. Der ist der gute Hirte. Dem gilt es zu folgen. Auf den gilt es zu hören. Zu dem gilt es umzukehren. Sein Wort soll wahr bleiben. Und seine Botschaft vom Reiche Gottes in diesen wunderbaren, geheimnisvollen Geschichten, die gilt es jeden Tag neu zu bedenken und sein Handeln zu überlegen und in seiner Nachfolge ihm gleich zu werden. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine herrliche Aufgabe. Sich zu ihm umkehren und ihm als guten Hirten folgen, gemäß seiner Lehre leben. Und das Dritte, das ist auch sehr wichtig, er wird hier so schön, ein bisschen poetisch auch genannt, Bischof unserer Seelen. Es geht nicht um das äußere Wohl allein. Also um das geht es natürlich auch, das ist auch etwas sehr Schönes. Und wir haben es ja auch viele Jahre und Jahrzehnte jetzt genossen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtiger bleibt, dass er der Hirte und der Bischof unserer Seelen ist und uns tröstet in unser Trübsal und uns Kraft gibt zur Umkehr und uns die Freude am Leben erhält, dass wir insbesondere im Unterwegssein, im ihm folgen, die Fröhlichkeit seiner Sendung weiter hinaustragen in die Welt. Sie hat es nämlich bitter nötig. Sie hat es so dringend nötig. Und es braucht jeden Einzelnen von uns, dass wir Christus groß halten, Christus groß machen. Wir ihm folgen und andere zu ihm hinführen, dass sie ihm auch folgen können. Er hat bewiesen, dass er der gute Hirte ist, weil er durch dick und dünn für uns ist und weil er getragen hat uns auf seinen Schultern und hinweggenommen, was uns den Weg
verbaut. Und er ist schon hindurch. Er ist sogar schon durch den allerschlimmsten, schwärzesten, bittersten, traurigsten und tiefsten Grund hindurch. Durch das Grab hin in die Helligkeit der Zukunft, der Lebendigkeit und der Gottesnähe. Und das ist der gute Hirte. Wer sein Vertrauen in den setzt, der kommt genau auch so dahin. Und wer anderen folgt, der geht irre. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst euch gewinnen zur Umkehr. Lasst euch gewinnen zur Nachfolge des guten Hirten. Und lasst eure Seelen heil werden unter seinem herrlichen Wort. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Das ist übrigens in der Vergangenheit gesprochen. Ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Du guter Hirte Jesus Christus, wir sehnen uns danach, den Weg zu kennen. Du weißt ihn. Zeig uns den Weg, zeig ihn denen, die uns regieren, die unser Wohl wollen. Bringe uns auf den richtigen Weg. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Du guter Hirte Jesus Christus, wir sind gefangen in unseren Sorgen. Du siehst die Not der Welt. Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen, die auf der Flucht sind oder im Kriege. Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, dass sie Schutz finden.
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Du guter Hirte Jesus Christus, sieh auf den Glauben, sieh auf unsere Hoffnung, unsere Gemeinde und deine Kirche. Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns. Bei dir wird uns nichts mangeln. Tröste uns, bereite uns den Tisch und bleibe bei uns. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.